Und willkommen zurück an einem verregneten Montagabend, Feiertag, Pfingsten. Die Invictus Launch Week ist live und das heißt, wir können ein paar besondere Sachen machen im Verse. Und zur Nummer 1 Attraktion der Invictus Launch Week, sehen wir hier hinten schon, gibt es hier zum Beispiel das Security Port C. Und da gibt es jetzt die neuen Displays. Und ihr seht es, Invictus Schedule. Es gibt in 9 Minuten einen Bengal Flyby, das größte Schiff bis jetzt im Verse. Und es gibt für eine Stunde noch geöffnet die Javelin Door, gedockt am Security Port C. Und wir sind gerade zufällig am Security Port C angelangt. Und das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie eine Javelin von innen ausschaut. Oh yeah, baby. Für das, dass hier viele Messebesucher sein sollten, ist es sehr dunkel hier, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Aber da sehen wir halt das Gerät schon angedockt, ne? Da sehen wir die Triebwerke von der Javelin. Und den großen Turm oben. Mit Laser. Yeah, Laser. Immer schon langsam über die Dockingboards drüber, ne? Kennen wir schon aus der Hammerhead Docking Folge, wo ich da drüber gestolpert bin und so weiter. Guten Tag! Guten Tag, Sir! Welcome aboard the UEES Warhammer. As part of this year's Invictus celebrations, I'd like to invite you to take a look around and get an up-close look at an active military vessel. Some of the actual crew members have graciously volunteered their time to explain what life is like aboard the ship. I would like to remind you that the entire ship is not available for exploration, so please be respectful of unauthorized areas. Thank you and enjoy your visit. Wie cool! Sehr schön! Also das ganze Schiff ist nicht verfügbar, aber wir können ein bisschen herumschauen und das ist jetzt glaube ich schon das Coolste. Wir können uns in einen Turm setzen. Oh yeah, baby. Holla, die Waldfee. Das Ziel eigentlich ist ein bisschen schneller wie das Geschütz selbst dort vorne. Aber von außen schaut das Ganze wie aus. Ah, da sind wir. Das ist unser Türmchen. Da sitzen wir drinnen und das ist ein richtiges, geiles, großes Scheißgeschütz, oder? Kabum, 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 bum, bum. Rauf, rauf, rauf. Holy Mother of Funk. Das nenne ich ein Geschütz. Da unten ist das Dockingboard hier, ne? Hier Dockingboard, dann gleich links und das wird das wird Elite Dangerous nie zusammenbringen. Egal. Wir schleichen uns wieder aus dem Turm runter. Okay, wo geht's hier hin? Okay, Escapeboards und Turret. Escapeboard nehme ich an, ja. Das B-Deck. Da hat man noch einen Turm für die Kinder zum Reinsitzen. Sleeping Quarters. Da unten im Keller geht's nicht mehr weiter. Ich liebe Star Citizen. Da ist alles ausmodelliert, bis ins kleinste Detail. Hier sind die Crewbetten. Ich würde mich. Na, Sit und Lightdown machen wir nicht. Und. I know. You must be thrilled to see where Navy personnel sleep. And let me be the first to tell you, it's every bit as exciting as promised. Javelins are pretty great when it comes to sleeping arrangements, as they have enough bunks for the full crew. Enough bunks. Which is amazing because it avoids situations known as hot bunking, where you swap out bunks with somebody on the opposite ship. Yeah, that's horrible. This one time on my old ship, I had to share with this guy who had just the worst smelling socks. I'm talking, you know, the military could have weaponized it kind of bad. And I had to try and fall asleep with that every day. So, good. Yeah, after that, these bunks are a dream. A dream? Ja, er hat das Hotbunking angesprochen, was es nach wie vor auf
auf U-Booten gibt, auf amerikanischen und deutschen wahrscheinlich auch. Der eine geht in die Schicht und der andere legt sich ins warme Bettchen rein, ne? Und die teilen ein Bett zusammen. Aber hier auf der Javelin erstmals wunderbar für die gesamte Crew ein eigenes Bett zur Verfügung. Das taugt dem Mann hier auch. So you kind of always sleeping with one eye open. I mean, we get short sleep schedules if we are patrolling dangerous space, so I mean, you're already grabbing sleep when you can. Sorry, I am rambling. Yeah. Otherwise, yeah, I'm not sure what to tell you. Danke. We sleep. Danke, danke, danke. Das waren die Crew-Kabinen auf der, ich schätze mal, Steuerbordseite. Da geht's natürlich nicht runter. Okay, wo geht's hier weiter? Sehr cool, dass da die NPCs aufgestellt sind. Nach vorne kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr weiter, ne? Ne? Viele Messebesucher hier, das gefällt mir auch. Oh, und hier haben wir die Offiziersmesse nicht, sondern einfach nur, die Messe. Mannschaftsessensgelage. Hello everyone. My name's Lieutenant Horrigan and as you can probably tell, oh, du schaust unsympathisch aus. Definitely Warhammer, one of the more popular spaces on the ship. The mess has a fully automated dispensary since we operate on rotating shifts. We have a standard crew complement of 65 to 70 and meals need to be available at all times, so we have a culinary team always on duty. Okay, ein Team ist immer in der Arbeit quasi und die anderen toben sich hier aus und die dritte Schicht wird wahrscheinlich schlafen oder so irgendwie, oder fahren sie zweischichtig, ich weiß es nicht. Engineering Access, jetzt sind wir oben angelangt. Bridge Armory, da muss ich hin. Armory. Nein. Breathing Room. Und das ohne Ladezeiten. Ich könnte von hier jetzt wieder auf die Raumstation gehen, in meinen Spacefighter einsteigen, runterfliegen auf Arc Corp, dort drei Leute erschießen. Und es würde keine Ladezeiten geben. Ist das nicht genial? Okay, hier geht's auch nicht weiter. Wie gesagt, man kann nicht die ganze Javelin-Tour machen, aber zumindest können wir hier in den Briefing Room gehen. This Javelin-Class Destroyer was originally built by Aegis Dynamics and has been in active service since 2832. Das hat zweimal Size-7 Cannons. The ship initially served as a combat support. Zwei Revenants hier oben. Und das sind Size-7 Geräte, gell? Size-7 Ballistic Cannons. Holy Mother of Funk. We were protected retreating civilian and naval forces when the system ultimately fell, earning a ribbon for valor in the process. For the next several decades, the Warhammer transitioned between fleets in a variety of support and patrol positions, even participating in the UEE push to reclaim the Super Briefing Raum. In the 2930s. Most recently, the Warhammer distinguished itself as the primary combat vessel to repel das the ist die Warhammer, ne? Escape bots. From the Stanton system. Since then, the Warhammer has been placed in dry dock for repairs, but is heading back to active service once this year's Invictus festivities are concluded. Ah, okay. Sobald die Invictus vorbei ist, raus aus dem Trockendock und dann wieder in den Einsatz. Gegen die bösen Vandul. Okay. Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen von der Javelin-Tour. Wir schauen jetzt noch nach unten. Auf die Brücke kommen wir nicht, leider. Ne? Was gibt's hier? Caution. Kann ich das bitte lesen? One small step, bla 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 bla. An die YouTuber unter euch, pausiert das Video, wenn ihr das lesen wollt. Nichts Interessantes, ne? Messhalle und da geht's wieder Armory und Briefing Room. Okay, gut, in die Messe eben. Dann Briefing Room und die Crewquartiere hätten wir gesehen. Wo geht's denn dorthin? Noch mehr Crewquartiere und hier auch nochmal Crewquartiere. Ja. Und Spieleautomaten. Hello. Sehr cool.
Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, genau. Ich glaube, ich muss da in den roten Gang noch weiter. So, jung und schon ein Port Olisar-Shirt. Okay. Das wird's dann hier wohl gewesen sein. Wo die ganze Crew ist. Die ist wahrscheinlich auf Land, Urlaub auf Bacini Point oder wie. Okay, Türmchen, Türmchen. Cargo! Cargo ist auch gesperrt, okay. Okay, leider. The Fall of Caliban, okay, irgendeine eine Messetafeln und so weiter sind aufgestellt. Okay, das war's. Das war's mit unserem ersten Teil. Jetzt werden wir gleich mit der Bengal uns die Bengal anschauen aus nächster Nähe. Schnitt! Und willkommen zurück. Willkommen zurück zum Flyby. Wir sind selber nicht mit einem kleinen Schiff unterwegs. Wir sind mit der C2 da, weil ich da ja noch ein paar Waren unten bei Ark Corp abliefern muss. Was? Ihr fragt euch, welche Waren? Und ihr wollt dabei sein, wenn ich so Gameplay im Verse mache, bitte schaut vorbei. www.twitch.tv/steinchen84. Dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag am Abend. Und ab und zu am Wochenende spontan. Für alle anderen, das hier ist die C2. Und mit der C2, auch kein kleines Schiff, ne? Da vorne im Cockpit sind wir drinnen, fliegen wir jetzt zum Bengal Carrier. Also da unten ist jetzt die Javelin, da waren wir jetzt gerade vorhin noch drinnen und haben sie angesehen. Das ist nicht genial, oder? Security Port C, dann rüber übers Docking. In dem einen Turm waren wir gerade noch vor ein paar Minuten drinnen. Und das wird Elite Dangerous nie zusammenbringen, ne? Da sind wir drinnen gesessen, genau in dem Turm. Und jetzt sind wir schon wieder raus und fliegen da vorbei. Aber jetzt fliegen wir mal zum größten Schiff im Verse. Dem Bengal Carrier. Da haben wir schon im Visier. UE Navy, RSI Bengal Carrier, also eine Wildkatze. Können wir auch scannen. Braucht eine halbe Stunde das Scan, glaube ich, oder? Nein, die haben nur einen Piloten an Bord, den Colonel Donlan. Ist übrigens unzerstörbar. Brauchen wir somit gar nicht befeuern. Nehmen wir aus der Feuerleitlösung raus. Und wo ist der klein, denkt ihr euch, ne? Wir sind noch weit weg. Da oben ist ein Hammerhead übrigens. Na, da oben ist ein Idris. Das dahinter, da oben, ist eine Idris. Idris ist ein bisschen kleiner wie ein Javelin, natürlich. Und da dahinter ist eine Hammerhead. Ah, seht ihr das? Eine Hammerhead. Ihr kennt alle die Hammerhead von meinen YouTube-Videos, hoffentlich. Wenn nicht, reinschauen. Wir kaufen uns eine Hammerhead. Ist die Hammerhead schon riesig, ne? Schaut's, wie geil. Holla, die Waldfee. Ein bisschen näher ranfliegen, hätte ich gesagt. Jedenfalls der Bengal Carrier, das größte Schiff, ist glaube ich intern noch nicht ausmodelliert, aber das müsste mich lügen strafen, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, hier in der Mitte ist die Brücke und unterhalb die Flugdeckleitung und hier ist das Flugdeck, das geht auf und wie ihr seht, es ist wahnsinnig riesig groß. Ich meine, bitte, ich bin in einer C2 Herkules da, ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Idris, die man auch solo gekillt haben, ne? Die war schon so richtig groß und die hat eine Railgun vorne oben und die hat auch einen Hangar und ein Flugdeck. Bengal Carrier.
von Robert Space Industries übrigens. Lichtschattenwechsel. Und da haben wir. Hallo, Silistras. Und da haben wir noch eine F8 Lightning hier, glaube ich. Von Anvil Aerospace. Bekommt man ein Token dafür angeblich, wenn man irgendwann mal Squadron 42 durchspielt, kann man sich doch den Ingame in Inverse hier kaufen. Ist komplett fertig, aber wollen sie eben erst mit Squadron, glaube ich, 42 ins Spiel reinbringen. Gleich wie das Interieur der Idris, weil man dient ja eigentlich im Singleplayer, also in Squadron 42 auf einer Idris. Und damit man das nicht verraten will, gibt es das Interieur von der Idris eigentlich. Die Hammerhead, hä? Haben ein bisschen angetäuscht. Oder, jetzt tauchen sie alle runter ein bisschen. Das wollen sie eben nicht verspoilern, das Interieur. Das gibt es schon, fix und fertig, aber ist nicht hier jetzt eingebaut, sozusagen. Ja, genial. Meine lieben Freunde, wir werden uns jetzt nach ArcCorp begeben, dort unsere Sachen verkaufen. Und dann... Dann wo ist mein Quantum Computer? Hahaha. Mein Quantum Drive. Funktioniert wieder mal nicht, ne? Wie dem auch sei, wir springen runter nach Area 18. Dann springen wir zur Invictus Launch Week, also zur Messe selbst. Da drüben ist Area 18, okay. Und wenn wir dort sind, tschüss, Bangle Carrier. Das war meine Ehre, du großes Möbel, du. Wenn wir dort sind, besuchen wir uns und sehen uns wieder mit den YouTubern bei der Invictus Messe, nämlich Aegis Schiffe sind ausgestellt und die will ich euch nicht vorenthalten, natürlich heute. Also Schnitt und wir sehen uns auf New Babbage drüben. Da Invictus Launch Week. Da machen wir einen Flyby, oder? Unbedingt. Und willkommen zurück. Willkommen zurück zum Invictus Event hier auf New Babbage. Ihr seht schon das Feuerwerk von der Weite, da Invictus Halle, wo auch die IAE-Ausstellungshalle war im letzten Dezember. Machen wir hier einen Flyby mit unserer Star Runner. Feuerwerk, yay! Sehr schön. Und wir schauen uns jetzt gleich die Messe an. Und unzivilisiert wie wir sind, landen wir natürlich hier gleich bei den Commons Garagen. Warum? Weil ich kann. Und unsere VTOLs rausklappe. Und somit Zeit uns spare, ne? So, Landing. Terrain, pull up. Na, wir sind hier nicht beim Microsoft Flight Simulator, ich weiß eh. Terrain, pull up, terrain. Aber so kann man schon stehen lassen, oder? Wims. So, Engines aus. Das einzige gefährlich ist, ich glaube, die C2 kann man momentan noch nicht zusperren, so wie geplant eigentlich. Und es können wildfremde Leute einem das Schiff stehlen, wenn sie es irgendwo stehen sehen. Und das ist natürlich mit meiner Fracht, die ich jetzt hier habe, vielleicht ein bisschen riskant, aber in gute 5 Minuten haben wir das alles verkauft. Und das kann ich euch ja auch jetzt den YouTube-Zuschauern gleich zeigen.
gibt nämlich in der Invictus Lounge Week ein paar andere Handelsgüter nämlich. Und die sieht man hier nämlich, wie oft soll ich jetzt noch, nämlich im Journal Commodity Price Alerts. Man kann zum Beispiel Overstock, also Überlager, Feuerwerk einkaufen und dann hier auf New Babbage Souvenirs verkaufen oder auch Feuerwerk und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, auf geht's, kleiner Wicht. Uiuiuiuiui, rauf. Ich hätte auch da oben parken können, aber ich bin mir nicht sicher, ob die C2 da oben stabil steht, deshalb C2 hier am Eis geparkt. Also ihr seht, wie groß die ist. Und das Invictus Launch Event mit Feuerwerk. Die Launch Week. Die Militärmesse von der UEE. United Earth irgendwie Securities Dings, keine Ahnung. Das allumfassende Militär, ne? Wurde ja aufgestellt, um den Vandul, den feindlichen Aliens, im Kampf gegenüberzutreten, damit wir uns auch wehren können und unsere Güter hier auch dementsprechend verteidigen können. Wie dem auch sei, wir müssen mal runter zu den Commons und ihr kennt den Weg, weil ich habe hier schon oft Handelsvideos gemacht damals, oder wir sind auch oft hier schon mit der Prospector gelandet. Okay, it's a trap, nehme ich an. Da hat jemand was vergessen hier. Wenn ich das angreife, haben wir 30.000 wahrscheinlich, oder? Schauen wir, ob's... Okay. Könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Steinchen, die diebische Elster, aber bitte. Wahrscheinlich ist es eine Bombendrohung und irgendein Psycho, so wie ich, nimmt natürlich eine Bombe mit. Da könnte man ja verkaufen, ne? Egal, wir müssen verkaufen. Verkaufen. Das kann man jetzt hier bei den Empty Planetary Services machen. Nicht bei den Handelsplattformen wie alle anderen Güter. Nein, die Invictus-Dinger kann man hier verkaufen. Sell Location. C2. Souvenirs um 782.000. Das heißt, wir machen 132.000 Gewinn. Das sind die guten alten Zeiten wieder, wo man noch mit Titanium 100.000 Gewinn machte oder mit Laganit 300.000. Ja, wir sind bei 376.000. Das ist ja mal ein schöner Wert. Aber mein Hand Inventory wurde jetzt nicht. Also wird hier nicht angezeigt, ne? Auf Port Olisar ging das, glaube ich. Na. Will ich jetzt die Kiste noch mitschleppen oder nicht, ist die Frage. Wir müssen auf jeden Fall mal. Jetzt ist uns egal, wenn die C2 gestohlen wird. Wir fahren jetzt zur Messe. Es hilft ja nichts, ne? It doesn't help. Und falls wir wieder hierher kommen. Place. Falls wir wieder hierher kommen, nehmen wir die Kiste wieder mit. Ich habe eine Bombe. Bei den Commons. Auf New Babbage. In New Babbage. Auf Ark Microtech abgelegt. Und dann wird der Metro Loop und alles schon geschlossen und evakuiert. Ich glaube, die ganzen Scanner würden das sehen. Wir fahren zur Invictus Launch Week und schauen uns die Aegis-Geräte heute an. Hallo Schorsch, wie geht's? So, mit dem Hyperloop. Eine Station nur weiter, glaube ich, und dann sind wir auf dem Messegelände. Ein verregneter Pfingstmontag, bei mir zumindest. Ich glaube in ganz Österreich, oder? Ja. Furchtbar, da habe ich nicht einmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich den ganzen Tag vorm Computer sitze. Ha! So, Journal Entry updated. Übrigens, das ist wieder ein Update von der Handelsliste. So, eine Station gefahren mit dem Hyperloop und wir sind schon da. Weiter.
Invictus Launch Week. Vom 21. Mai bis zum 28. Mai kann man auch gratis spielen. Star Citizen, also runterladen die 60 GB. Der Stream ist laggier, das ist halt so. Das ist beabsichtigt. Na, wir haben sowieso ganz schlechte FPS immer hier. Auf Microtech. Die Invictus Launch Week. Da kann man sich natürlich hier die Souvenirs kaufen, eh schon wissen. Steinchen, der alte Fanboy, hat sich natürlich ein Crusader-T-Shirt gekauft, aber mehr nicht. So, also, wir fahren zur Aegis Hall und da werden wir wahrscheinlich die Redeemer sehen. Life in the UEE Navy is about building a better universe. Was ist denn das für Knilch? Nein, danke. So, das ist natürlich die gleiche Messehalle, wie wir bei der IAE schon gehabt haben. Also quer rauf. Außer bei der IAE hatten wir hier noch einen schönen Teppich. Hier gibt es jetzt nur mehr... es ist eher schöner Mikrofaserteppich. Natürlich, super, danke. Und die beste Erfindung bei der ganzen Messe. Weiß, was seit der IAE drinnen ist. Es ruckelt wieder, aber wir haben einen Getränkestand. Bing, 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 bing. Und dann nehmen wir uns ein Wasser mit. Was natürlich funktioniert wieder mal. Okay, kein Wasser. Ah, doch, jetzt natürlich. Wasser, das verstauen wir im Rucksack. Okay, Invictus Launch Week für die YouTuber, bitte das Video an dieser Stelle pausieren, wenn ihr euch das durchlesen wollt, hier im Stream. Nö. Aegis. Hier gibt's die Tali, die Retaliator, die hat 8 Size 9 Torpedos an Bord, so wie die Eclipse 3, ne? Wollte ich mir auch schon immer mal kaufen. Soll man die ausleihen, ist die Frage. Kann man hier ausleihen? Ja, wir könnten ausleihen. Das ist die Tali. Hier hat die Size 9 Torpedos innen drinnen natürlich. Größenvergleich. Die hat 8 Stück von denen mit. Und diese Kammer da oben, wo der Caution steht und das Ganze, das wird man im nächsten, im 3.14er Batch, glaube ich, austauschen können. Bin ich mir aber nicht sicher. Hier das Ganze nochmal. Weil die wird modular aufgebaut werden. Was sehen da meine Augen? Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben sie das auch schon wieder verschoben. Ah, eine F8 Lightning. Heavy Fighter, sehr cool. Kommt aber erst raus, wenn... Ist komplett fertig modelliert. Cockpit, alles. Aber kommt erst raus, wenn... Squadron 42, der Einzelplayer, released wird, ne? Die F8 Lightning was developed by Anvil Aerospace, bla bla bla. Okay, hier natürlich eine kleine Augenweide. Noch immer eins von meinen Lieblingsschiffe, die Saber hier im Komet-Skin. Super Raumschiff finde ich noch immer. Wendig, hat 3 Size 1 Schilde, 2 Powerplants, das heißt, wenn eins kaputt wird, hat das Schiff noch immer genügend Versorgung, um wieder heimzufliegen. Dann, liebe Leute, falls ihr heute schon im Freeflight seid, kauft, leiht euch die Hammerhead aus hier. Weil da oben gibt es jetzt die Docking-Schürze und seit 3.13 könnt ihr damit auch an Raumstationen andocken. Und das macht sehr Spaß und das haben sie gut gemacht. Hammerhead, ja, kennen wir eigentlich. Und jetzt was Neues. Noch nicht Flight Ready. Das ist die Aegis Retaliator. Nein, nicht Retaliator. Das ist die Retaliator. Das ist die, nicht Reclaimer. Die heißen ja alle gleich. Wie heißt denn jetzt die? Redeemer. Die Redeemer.
kann man, glaube ich, noch nicht reingehen, weil das Interieur ist noch nicht fertig. Na, da geht nichts auf, aber das Exterieur ist schon fertig. Und das ist ein Raumschiff, das haben eigentlich die Fans von Star Citizen mitdesignt vor einigen Jahren. Ist ein Gunboat eigentlich. Turm für den Piloten. Also kann ich sogar Rand klicken. Na, das ist die Hammerhead drüben, schade. Hier einen Gunner unten mit großen Size, was wäre das sein, Size 5 Waffen oder so. Hier nochmal Bordgeschütze, das sind Size 4, glaube ich. Keine Ahnung, die Redeemer wird halt ein Gunboat sein. Einer unten und einer wird hinten auf den Turm, also zu dritt wahrscheinlich wird man drin sitzen. Hier nochmal die Standard Saber. Ein wunderschönes Schiff, ich sag's euch nach wie vor, ein wunderschönes Schiff. Okay, soweit dazu. Da hinten ist nochmal die F8 Lightning. Haben wir hier eine andere Halle auch noch, weil wir wisst, wie ihr wisst, hat Aegis natürlich auch eine... Ah, die Reclaimer wird nicht drin sein, weil es ist ja eine Militärmesse und es gibt nur Militärschiffe hauptsächlich ausgestellt. Das ergibt natürlich Sinn, also da die Reclaimer wird nicht drinnen sein. Auch ein riesengroßes Schiff. Schauen wir mal aufs Holodeck runter. Hier müssen wir uns bei der Anvil-Messe, nämlich Anvil Nova Tank oder Nova Tank, ausleihen, also sobald die Anvil-Messe ist, müssen wir hierher. Okay, da haben sie gar nichts ausgestellt. Hier sind meistens nämlich die Bodenfahrzeuge ausgestellt, aber da hat Aegis nichts im Köcher. Das heißt, wir schauen jetzt United in Purpose, wir schauen jetzt noch zum Holodeck quasi. Was haben wir denn hier? Das schaut noch nicht sehr fertig aus, muss man sagen. Die Nautilus, genau. Ein Minenlegerschiff, das wird dann Sentry-Türme und Minen legen können. Ist aber, glaube ich, noch ewig weit weg. Wird auch, glaube ich, aktiv gar nicht dran gearbeitet. Und wie Sie seht, so viele Details gibt es auch noch nicht. Hier sind halt irgendeine Waffen drauf, die irgendwie durchglitschen. Die Nautilus. Also bis die Nautilus erscheint, das lasst euch gesagt sein, das dauert noch. Hier kommen wir schon näher. Was ist denn das für ein Möbel da? Das ist die Vulcan. Ich glaube, die Vulcan ist für ein Refuel und Repair und Rearm Ship. Braucht man natürlich im Battle unbedingt mit. Refuelen wird man nicht viel können, nur kleiner Tank, ne? Aber ist zum Wiederaufmagazinieren und so weiter da. Ne? Passt, das war jetzt die Sackgasse. Sind wir da schon fertig? Das war's mit der Holo. Okay. Wie schon gesagt, Invictus Launchwerk ist wirklich nur eine Militärmesse und deshalb werden auch nur Militärschiffe hier ausgestellt. Ne? Da sind wir wieder bei der Nautilus, okay? Na, mehr ist es nicht. Es ist ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen, Aegis Messe. Es war schön, dass die Redeemer da ist. Werfen wir noch einen Blick auf die Redeemer, eben. Fan-Design-Raumschiff eigentlich und CG hat dann nur mal jetzt den Feinschiff drüber gegeben. Hat auch ein bisschen was von Matrix, ne? Die Hoverpads. Wie die Hovercrafts eben darüber rumgefahren sind. In der Matrix durch die Dunkel. Ja, der Turm unten gefällt mir sehr. Da hast du super Aussicht und weißt immer, wo der Pilot hinfliegt. Ah, oben hat sie ja natürlich auch noch einen Turm hier. Cool. Coole Sache, die Redeemer, glaube ich. Wird ein super Schiff sein, nur leider kann man die nicht alleine fliegen. Okay, da haben wir wieder F8. Gut, ich glaube, das war's heute mit der Messe.
für die YouTuber und euch sage ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Citizen. Keine Ahnung mit womit. Rechnet es damit, dass die Server laggy sind und dass sehr viele Leute im Worst momentan sind und deshalb die Performance wahrscheinlich ein bisschen darunter leidet. Aber es ist Free Flight Week wahrscheinlich noch die ganze Woche. Könnt ihr gratis Star Citizen spielen und euch hier zum Beispiel Schiffe ausleihen. Was ich unbedingt weiterempfehlen würde, wenn ihr schon die Chance habt, Star Citizen gratis zu spielen, dann leiht euch doch ein paar Schiffe aus. So, hier noch Waffen. Schiffswaffen natürlich. Was ist denn, was haben wir da? Obelisks XV3 kennen. Holla die Waldfee. Die Obelisk. Keine Ahnung, das sind Laser-Cannons wahrscheinlich. Omniski. Omniski? Habe ich jetzt immer Omniski falsch gelesen? Wie komme ich auf Obelisk? Omniski natürlich. Ja, das war's heute. Wir haben heute angeschaut die Javelin, die Bengal und jetzt waren wir auch noch auf der Messe. Die Messe, naja, eh schon wissen, nichts Neues. Für die Udo und euch, das war's für heute. Danke fürs Reinschauen, euer Steinchen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Citizen. Reinschneiden. Und willkommen zurück noch einmal zu einem extra Teil. Ich war ja nur bis hierhin, aber hier gibt es ja noch die ganzen anderen Varianten von den Agentshipen. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, die alten Veteranen, aber die zeige ich euch noch einmal schnell. Ach, da zeige ich euch nur die halbe Halle her. Und wundere mich, ob das alles war. Wie gesagt, bei der IAE waren die Seitenhallen, glaube ich, gar nicht so voll belegt, beziehungsweise ob sie überhaupt eröffnet waren. Keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Jetzt schauen wir noch ganz schnell zu den restlichen Plätzen hier. Dachte ich mir ja, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ah. Rüstungen übrigens kann man sich oder was auch immer auch alles gleich ausleihen. Ah, die andere. Ah, Aegis, natürlich. Hier für euch Einsteiger, super Einsteigerschiff. Die Aegis Avenger Titan. Super geiles Schiff. Hier mit blauem Skin übrigens von der IAE. Ist das ein geiler Skin? Der Skin ist gut. Na, nicht Rand. Rand nicht. Nicht. Ah, schade. Ah ja, dann noch die Eclipse, der Stealth Bomber. Kennt ihr eh schon aus meinen Streams, oder? Brauchen wir uns eigentlich eh nicht so genau anschauen. Und da drüben haben wir noch die Gladius. Die gab es einmal gratis. Super Fighter eigentlich, aber vom Design her finde ich ihn nicht so hübsch. Zum Fliegen Weltklasse. Und zum Fighten auch. Ja, gut. Lassen wir's. Das war's. Tschüssi, euer